So viel Müll. Muss das eigentlich sein, wenn es um den Corona-Test geht? Jeder von euch kennt ja bestimmt das Video, das zeigt, das ist eigentlich der Corona-Test. Also eigentlich dieses kleine Stäbchen hier. Aber warum gibt es dann so viel Müll? Das Wichtige bei dem Test ist natürlich, dass der gut geschützt ist, denn sonst bekommt man ein falsches Ergebnis. Aber braucht man dafür so viel Plastik? Viele denken sich bestimmt, man könnte Müll einsparen, indem man diese Tüte einfach nicht mit dazu gibt. Aber wie schaut es hiermit aus? Immer wieder die gleichen Anleitungen. Wir wissen doch jetzt alle, wie das geht. Wie wäre es, wenn man hier einen QR-Code draufdruckt, damit man die Anleitung einfach online lesen kann? Noch ein wichtiger Punkt, die Plastikverpackung, wo der Corona-Test drin ist. Warum also nochmal verpackt? Damit der Corona-Test wirklich vor Feuchtigkeit geschützt ist. Aber hast du noch Ideen, wie man diesen ganzen Müll reduzieren könnte? Schreib's mir in die Kommentare.